Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 8, die Reise des verwünschenden Königs. So, und wir suchen jetzt hier weiter Jessica. Wir hatten jetzt den Zwischenstopp in der Kirche gemacht. Und dann bilde ich mal die Kirche, da hinten, das wir suchen. Aber vorerst holen wir uns noch das Glöckchen. Geht die Taste hier nicht rüber? Ach nee, ich muss erst wieder so auswählen, ja. Benutzen. Komm schon. Dankeschön. Da hinten ist eine Höhle. Ja, muss ja irgendwas drin sein, aber nur zu dritt kämpfen ist halt ein bisschen blöd. Gab der 0? Ja, 0. 0. 2, 4, 4, 0. Soll normal machen, sollte schon irgendwie klappen. Ja, 50. Kriegt auf jeden Fall noch einen besseren Bogen. Das bin ich mir sicher. Oh! Eidewitzka! Halleluja! Hat aber gerade reingezogen. Alter, was ist mit dem jetzt los? Hallo? Gibt's, ich wollte gerade sagen, geh mal ein bisschen sterben oder so gerade. Ich weiß gar nicht, wie. Hat das ja letztes Mal auch schon gesagt, Jessica weiterlevelt? Die Frage mal, Monster. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich kann. Mal so eben. Mal gucken, hier noch irgendwelche Monster oder Truhen direkt zu sehen. Das, ne, scheint nicht so zu sein. Ja, durch, ab durch die Höhle. Oder vorher noch hier ein paar einzeln. Ja, dann machen wir mal an. Das Team, da kann das besser agieren hiermit. Okay, erster Down. Macht ja viel Schaden. Oh. Also wenn der den Energieschub hat, ist natürlich erst rein. Oh, wenn der jetzt... Lass bitte angreifen. Jawohl, 250 Schaden. Gib ihm. Astreine Klasse. Okay. Nein, gefrorener Springbrunnen. Hä, Eis, 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 Eis. Okay. Gold. Okay, hier sind wir zurück anscheinend. Ja, wo finde ich die jetzt? Würde ich sagen, weil das hatten wir ja schon mal. Da man. Oh, jetzt müssen wir gucken. Den Turm, Piratenbucht. Da wieder zurück. Dann fragen wir nochmal den Stein mit, beziehungsweise Domenico. Wo ich denn nochmal hin muss. Er wollte ja irgendwie diese Steine haben. Und ich mache wieder so eine knappe Stunde, dass ich so viel Folgen habe. Und dann vielleicht nochmal später am Abend, weil irgendwie habe ich gerade so eine Gehattacke. Muss die ganze Zeit gehen. Noch einmal, falls ihr es vergessen habt, das Haus direkt unterhalb des Springbrunnens im Innenhof. Jetzt aber los. Unterhalb des Springbrunnens im Innenhof, okay. Ja, aber da war ich doch, da habe ich doch mit jedem gesprochen. Da wollte doch keiner mir was geben. So. Im Innenhof kann ja nur das Haus sein, sonst habe ich nichts anderes. Und daraus geht ja auch nichts. Gehen wir nochmal hier rein. Damals ja alles zerstört, ich glaube ja, da hatten wir eine kleine Tour gemacht.
ist da nichts. Will der mich veräppeln? Oder hängen die? Hey? Ne, draußen ist es ja nicht. Ah ne, warte mal, hier ist kein Springbrunnen. Da springen wir, ich meine, das hier. Hell. Da. Ich wollte gerade sagen, der weiß aber schon mehr Bescheid. Around the world myself and yeah, me 6 months ago. When Master Dominica told me, he said he worked for him, he can be a bit over there. Okay. Ich will mit dem Hund sprechen. Hier ist ein Springbrunnen, ja. Kapier ich nicht. Ist hier oben denn einer gewesen? Hä? Hier ist doch nichts. Will der mich verarschen? Müssen wir nochmal rein. Irgendwie kapier ich seine. Seine Sinnfolgung davon nicht. Weil hier hat er ja nichts. Ich komm nochmal. Oder hat er. Hab ich jetzt irgendwas überlesen? Nein. Er sagte doch nur im Springbrunnen. Komm her, Dicky. Unterhalb des Springbrunnens, okay. Ja, aber das ist doch nicht der Innenhof. Hä? Ein bisschen komisch. So, raus. Jetzt muss ich hier drum. Und das wäre das Haus unterm Springbrunnen. Uninteressant. Ah, jetzt habe ich so ein Schwert bekommen, okay. Dann würde ich sagen, ab da hin. Gott sei Dank haben wir schon einen Port da hin. Dann geht das relativ schnell. Ich dachte auch die ganze Zeit, irgendwas kann denn nicht stimmen hier. Ich hätte doch mit fast jedem geredet. Ah, jetzt sind wir ja da. So. Oh, Trüschen. Okay, wir haben eine Karte. Die kann uns vielleicht etwas weiterhelfen, aber ich glaube nur, wenn wir drin sind. Na komm, wir gucken erst ein bisschen hinten nochmal. Man geht 5 Meter und hat gleich Mobs. Wow, Eisen. Okay, die Chimäre, die gehen noch. Mach mal das. Wir schicken die gleich in die Hölle. Und gucken mal, ob wir mit Schwupp gleich hinterher wirken können. Hier auf die. Machen gut, machen guten Schaden. 26, 25. Okay, die haben fast die gleiche Abwehr dadurch. Okay, beide getötet. Gut zu wissen, dass es wirkt hier. Wie gesagt, ich will einmal gucken. Vielleicht habe ich irgendwelche Truhen oder so. Die man vielleicht irgendwo öffnen könnte, aber scheint nichts zu sein, okay. Schade.
Zwei Golems. Noch das. Noch die Sense. Und dann machen wir Schwupp hinterher. Okay, nicht betroffen. Nee. Okay, dann machen wir nur. Wow. Kritschrag. Das jetzt auch. Mich nicht töten, sondern sterben, danke. Merkur, Wind und normalen Angriff.